So, ihr Lieben, heute bin ich beim Obstbau Gürnitz in Coswig, Neu-Sornewitz, auf dem Erdbeerfeld und lasse mir ganz einfach mal so eine richtig schöne, saftige Erdbeere schmecken. Und hier seid ihr dabei. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Und verdammt lecker. Ja, hallo, ich bin der Michael Gürnitz von Obstbau Gürnitz und wir produzieren hier sämtliche Obstarten im Elbtal. So, jetzt geht's mal ab übers Erdbeerfeld zu den Erntehelfern. Ne? Schauen wir mal vorbei. Wir ernten hier natürlich vollreife Früchte und das geht aber auch nur, wenn man dazu in der Lage ist, dann danach die Früchte auch sofort zu kühlen und sofort auch in den Handel zu bringen. Bedeutet also, diese geernteten Früchte hier in der Platte, die verlassen in 2 Stunden nach einer Schnellkühlung auf eine Kerntemperatur von ungefähr 6 Grad Celsius, verlassen sie dann unser Kühllager und werden dann direkt in den Handel geliefert und morgen früh können dann diese Früchte direkt von den Endkunden gekauft werden und das ist einfach top reife Qualität und das schmeckt man einfach. Jetzt nehmen wir uns mal so ein Schälchen hier in der Hand, gucken uns da mal an, wie die Erdbeeren aussehen, die jetzt frisch geerntet worden sind. Also wir pflücken immer qualitätsorientiert mit einem Stiel, der ist meistens so knapp einen Zentimeter groß. Das liegt einfach daran, dass wir dann die Erdbeere tatsächlich eigentlich nicht in der Hand nehmen, sondern so mit dem Stiel abpflücken und da auch keine Druckstellen entstehen, die gerade bei heißen Temperaturen natürlich ein bisschen die Erdbeere verformen können. Dann ist wichtig auch für den Endkunden, dass einfach die Blätter, die müssen hier oben noch frisch sein, die können nicht irgendwie braun oder rot sein, sondern müssen ganz klar grün gefärbt sein. Und dann weiß man schon, aha, die Erdbeere ist frisch, die hat nie viele Tage auf dem Buckel. Und dann natürlich eine voll ausgereifte Frucht schmeckt immer besser als so eine helle, karge Frucht. Und bezüglich Lagerung, das ist ja auch immer so ein Thema für die Leute, also im Kühlschrank nur dann, wenn es unbedingt sein muss, die Lagerung. Und insbesondere empfiehlt sich das immer, frisch zu essen mit Milch oder auch, wie man das so schön mag. Ja, also Erdbeerzeit ist bei uns nicht nur jetzt klassisch im Sommer, sondern die geht ja schon immer früh los, Ende April. So, wir sind jetzt hier in unserer Kommissionierungshalle. Hier kommen also die ganzen frisch geernteten Erdbeeren rein, werden dann nochmal qualitativ begutachtet, werden etikettiert und dann geht es sofort in unsere Schnellkühlsystemhalle und dort werden die Erdbeeren dann auf eine Kerntemperatur von 6 Grad runtergekühlt, sodass es auch qualitätsschonend ist und natürlich auch qualitätserhaltend ist.